Jo, Freunde, das wird wohl heute eher ein Laber-Video werden, wie sonst was. Also, wir plaudern heute ein bisschen. Da wurdelt es ordentlich. Jo, servus die Madel und grüß euch die Buben. Jawohl, das werdet ihr jetzt schon länger nicht gehört haben. Ich glaube, ich war jetzt schon 5-6 Wochen nicht mehr unterwegs. Und den Grund erfahrt ihr später. Ich will heute wieder mal gewohntes Gebiet. Suche mir einen Platzl. Wenn wir mal Hängematten aufspannen, habe ich Wurst mit, will ich mal ein bisschen was machen. Und ich denke, es seid hoffentlich eh dabei. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Ich gehe einmal voraus und jetzt kommt es mir nach. Ja, schön langsam kommt der Herbst. Blau und fallen schon. Ja, wir haben auch einen Wind. Und fallen immer wieder kleine Asphalten runter. Aber da bin ich eh safe. Ja, da ist angenehm, ein bisschen im Schatten. Ich glaube, zwischen die zwei Bäumen pflanze ich mir jetzt einmal auf. Ja, Freunde, wie man sehen kann, ich habe mir alles aufgebaut, ich habe mein Tisch, ich habe meine Hängematten hergerichtet. Da ist richtig angenehm, es geht ein bisschen ein Windel durch. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir haben 26 Grad, also nicht wirklich kalt. Ja, und jetzt am Anfang werden wir mal eine Kleinigkeit machen. Wir haben es jetzt schon nach 12 Uhr und ihr seht, ich habe heute mal wieder meine Diät gepfandelt. Und da gibt es heute mal wieder ein paar Waldviertler. Habe ich mir eine schon klar geschnitten, dass die reinpassen zu den Waldviertler. Habe ich mir noch einen Senf mitgenommen. Ja. Und das müsste reichen. Ich habe nur eine dabei, das sollte genug sein. Und mit dem Senf sollte das passen. Ja, ich mache das Ganze heute auf meinen 75 bis 85er wieder und ich habe mir den, wie man sieht, zugeschliffen für Pfanderl. Und da passt es auch ganz gut drauf. Also ist optimal, ist jetzt eigentlich einmal der erste Einsatz. Ich weiß noch nicht, wie es sein wird, aber ich denke, es wird okay sein. Ja, wird noch ein bisschen dauern, bis das Fett jetzt einmal ordentlich warm ist und dann, also Öl besser gesagt, und dann geht's los. Ah, das schaut schon gut aus. Ah, da wird Flammen wieder ein bisschen raus. Mal schauen, ob ich noch was nachleere. Hab ja genug Wind. Ja, da hinten, wie die Kamera angetragen war, muss irgendein größerer Ast runtergeracht sein. Das sucht sich natürlich da herinnen. Gigantisch, ja. Also, klar kriegen sie nicht so eine Farbe wie beim offenen Feuer. Aber ehrlich gesagt, für den Hobo ist man noch ein bisschen zu trocken. Also, ich würde ja gerne meine X-Feuer mitnehmen und auch anheizen, aber. Das ist mir im Augenblick noch zu gefährlich. Das tue ich im Wald nicht an. Das ist überschaubar, da kann nicht viel sein. Es liest Sicherheitsbrenner, wenn der umfällt. Ist gar nichts. Ja, während die noch da vor sich hin brutzeln,
Ja, warum war ich nicht draußen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe keinen Bock gehabt dazu. Mir hat es nicht taugt, mir hat es nicht interessiert zum Rausgehen. Weder mit der Kamera noch ohne der Kamera. Es war, weiß ich nicht. Irgendwas war ganz komisch. Das war von einem Tag so, auf dem anderen Tag so. Ich kann es echt nicht sagen, was das ist. Hat auch ziemlich lange angehalten. Ich war einmal mit dem Rall unterwegs, weil ich mir einen neuen Solo gekauft habe. Da habe ich die Kamera gar nicht dabei gehabt. Das haben wir dabei schon, aber ich habe es gar nicht mit drin gehabt. Sagen wir so. Hat mir einfach nicht getaugt zum Filmen. Ich war am Freitag schon da. Da haben sie mir die Straßen angesperrt, weil sie am Freitag den ganzen Tag Baumschnitte gemacht haben. Ich bin dann einen Hupfer da hinten reingegangen, weil ich was Neues mitgehabt habe. Habe mich durch den Wald durchgeschlichen, weil ich weiß, da herin wird sowieso nichts umgeschnitten. Das ist alles draußen auf der Straße her. Und habe da so einen neuen Gimbal dabei gehabt. Das war dieser MT2 mit AI, mit Verfolgung. Ich kann euch da kurz was einblenden. Ich habe das, ich habe ein bisschen was gefilmt, aber ich habe dann umgedreht, weil es war, erstens einmal, war so ein Krawall von den Kettensägen. Da hast du dein eigenes Wort nicht verstanden. Und das Zweite, was war, wo ich ehrlich bin, das ganze Zeug war mir einfach viel zu schwer. Der ist zwar um etliches leichter gewesen, glaube ich 650 Gramm, die anderen Gimbals haben ja alle an die 800, 900. Ich habe dann die Sony ZV-10 drauf gehabt. Ja. Weil das mit dem Stativ bin ich, weiß Gott wo, bin ich auf 3 Kilo um. Das bringt es nicht, das mag ich einfach nicht mehr. Das ist mir das Ganze nicht mehr wert. Dann lieber so mit der Osmo Action oder mit dem Pocket. Das ist alles handlicher. Können genauso gut filmen. Gut, ich kann keine Tiefenschärfe machen, aber dafür, dass so viele Leute sowieso am Handy anschauen, sehen die sowieso von einer Tiefenschärfe nichts. Und ich erspare mir Arbeit. Ja, das war es im Endeffekt und schon langsam kommt da wieder ein bisschen der Dampf auf. Es war extrem heiß, also ja, das war der Grund, warum es nichts mehr gegeben hat. Und es war sowieso ein bisschen eine Sommerzeit, haben eh alle Sommerpause gemacht. Man sieht sie auf den anderen Kanälen, es tut sich nicht viel, es hat sich nicht viel da. Viele ranzen nochmal drum, weil sie eigentlich die Arbeit gekündigt haben und sie voll ins YouTube gestürzt haben und glauben, sie wären da Millionär drin oder sonst was. Ja, die ranzen auch mal dumm, es geht nichts mehr. Und denken auch schon ans Aufhören, aber tja, wurscht. Ist so, es sind auch etliche Kanäle, die verfolge ich einfach nicht mehr, weil es das nicht mehr zahlen, was mich interessiert. Da schaue ich gar nicht mehr hin. Ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Ich habe am Anfang gar nicht für YouTube geschaut. Hat mich auch nicht richtig gefreut. Habe ich jetzt die letzten 14 Tage wieder ein bisschen reingeschaut, auch kommentiert, Videos angeschaut. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, wenn du einen abonniert hast, wo du eigentlich immer die Videos geschaut hast, und dann schaust du vielleicht einmal 4 Wochen nicht. Ja, genau so ist. Was glaubt ihr, was ist? Der kommt auf meinen Kanal auch nicht mehr schauen, was los ist. Also von daher, das kommt mir so ein bisschen vor wie, ich schau bei dir, dafür schaust du bei mir. Na, auf sowas kann ich pfeifen. Wenn bei mir einer nicht schauen, wie soll das bleiben lassen? Ganz einfach. Ich mache das immer noch als Hobby. Und so wird das auch immer bleiben. Und wenn es mich nicht freut, freut es mich nicht. Und ich mache ja nichts. So schaut es aus. Ja, dann was du schaust, früher waren manche so viel wandern, jetzt sagen sie nur mehr Gier. Ah, Giervorstellung nach der anderen. Und das, was mir am meisten anzipft, die sagen da was Neues, heben das in den Himmel, wie super das ist. Mein älterer Hase, was schon länger dabei ist, wird sich vielleicht eh überlegen. Naja,
der packt das Horn auch raus. Ob das wirklich so gescheit ist, keine Ahnung. Ne? Aber die ganzen Jungen, was dazukommen, denken sich, boah, Creme-Filters, das ist Welt, muss ich kaufen. Nein. Bei mir gibt es keine Giervorstellungen mehr. Den einzigen, was ich wirklich mache, ist der Leo mit seinen X-Boil und X-Fire. Das sind wirklich Top-Sachen. Aber sonst, den X-Boil verwendet schon fast 2,5 Jahre. Also, und ausschließlich den. Und ich glaube, mein X-Fire wäre locker so über den Winter gekommen. Ja, aber ich denke, meine Würsteln sind fertig. Das war es im Großen und Ganzen, was ich euch erzählen wollte, was da war, was auch immer noch ist. Und ja, gehen wir mal essen, oder? So, dabei, also, ich würde sagen, Mahlzeit. Gut. Ja, endlich habe ich die Waldfiedler wieder mal gekriegt, die sind ja wirklich ein Traum. Die hat es den ganzen Sommer nicht gegeben. Ja, weil ich zuerst so schön beim Aufregen war. Eins, was mir auch noch stört, da gibt es auch oft Kanäle, die haben schon 3.000-4.000 Abos, wollen halt nicht monetarisieren und regen sich dann auf, wenn eine Zwangswerbung eingespielt wird. Ehrlich gesagt, sowas verstehe ich nicht. YouTube gibt ja nicht ihre Server gratis her, die wollen ja was verdienen. YouTube war und ist immer noch ein Werbeportal. Und auch wenn einer nur 200 Abos oder was hat, oder glaube ich unter 500, führen sie jetzt auch Werbung ein. Ja, meine Güte, es nutzt es gratis. Also, dann müsst ihr die Werbung anschauen oder überspringen oder sonst was. Vor allem schaut sich heute im Fernsehen was an. Gibt es da was ohne Werbung? Nein. Und für das zahlt es aber auch noch. Die Leute regen sich auf, aber denken halt nicht wirklich nach. Und wenn ihnen das nicht taugt, müssen sie halt YouTube in den Rücken kehren. Genauso beim Anschauen. Na klar, wir spielen die Werbung ein. Die wollen ja was verdienen. Ich habe zum Beispiel bei mir die wenigste Werbung, wo es geht, einblendet. Aber es ist natürlich auch nicht drin, ist ganz klar. So, da, Essen war grandios. Habe ich schon lange nicht gegessen. Und natürlich ist heute wieder meine Titan-Piolette dabei. Und ich habe aber dafür das Dosel austauscht. Also ich habe jetzt das größere von den größeren X-Boil mit, dass mir nicht so einmal was wieder passiert wie beim letzten Mal, wo ich keinen Kaffee kriege. War eindeutig zu wenig Hitz. Warum? Ich weiß es nicht. Weil den kleinen habe ich schon seit eh und eh auch dabei, aber ja, es geht sich gerade aus, weil das Licht geht auch schon aus. Jawohl. Die Bialetti ist mir schon ein bisschen angegangen. Krankensesseln, habt ihr schon lange gehört von mir, gesund werden. Hoffentlich sind keine neuen Kranken dazugekommen. Und alle Gesunden werden es mir nicht krank. Prost! Da oben sehe ich gerade, da hängen ein paar abgebrochene Äste drin. Dann aber relativ kleine. Aber über mir ist gar nichts, da bin ich komplett geschützt. Ja, da oben hängen zwei so kleine drin, aber direkt über mir ist absolut nichts. Da ist perfekt. Ah ja, herrlich. Ah. Ah. Ja, immer wieder gemütlich, muss ich sagen. Dass ich die früher nicht wollen habe, die Hängematten. Oder nicht, keiner hat ein- und aussteigen. Ja, jetzt bin ich da noch gute 20, 25 Minuten hereingelegen. Haben wir es gut gelassen. Haha. Ja, war nicht so schlecht. Wir haben es jetzt da 2:30.
Und in dem sind wir jetzt schon langsam zusammenpacken und gehe wieder retour. War ich dann eh 2,5 Stunden da. Also insgesamt 2,5 Stunden mit dem Herweg. Gut, jetzt muss ich dann eh noch eine halbe Stunde brauche ich noch retour zum Auto. Also war ich eh 3 Stunden, 3,5 unterwegs, ist ja wurscht. Ich zähle nicht, wie lange ich unterwegs bin. Ja, ich packe jetzt alles zusammen, da brauche ich euch eh nicht dabei zuschauen lassen, weil wenn man was zusammenräumt, wie ich sehe. Und ich melde mich dann, wenn wir gehen. Ne? Ja, das war's einmal wieder. Werden wir noch ein bisschen wuseln. Dann gehen wir retour. Der Wind kommt von da vorne. Ich rieche Wildschwein einmal. Das kann natürlich auch, weiß Gott, wie weit weg sein, wie der Wind. Bringt mir den Geruch da her. Ja, ich hab schon lange keinen mehr gesehen. Na, schauen wir weiter. Ah, da ist jetzt schon einiges los. Ja, hier werde ich da ins Freie kommen, desto mehr zischt der da drüber, der Wind. Ja, Freunde, ich bin wieder am Weg heraus und im Endeffekt habe ich jetzt nur 200-300 Meter bis zum Auto. Ich verabschiede mich gleich da von euch. Ich muss jetzt ein bisschen schauen, da hängt der Ost schon und kann mich jetzt ein bisschen weniger aufs Filmen konzentrieren. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.